In der Nähe von Gießen in Hessen. Ein 30-jähriger Mann passt seine ehemalige Lebensgefährtin ab, fesselt sie mit Kabelbindern und zwingt sie mit Waffengewalt in einen Mercedes Sprinter. An dem Kastenwagen hatte er vorher gestohlene Autokennzeichen angebracht. 2 Tage sind der Entführer und die 27-Jährige bereits unterwegs. Wo genau, das ist noch nicht bekannt. Angehörige haben die Frau als vermisst gemeldet. Von der Entführung haben sie nichts mitbekommen. Auf der A3 kurz nach der hessisch-bayerischen Landesgrenze schließlich löst ein sogenannter Kennzeichenscanner Alarm aus. Mehrere Polizeistreifen suchen kurz darauf den Wagen. Der 30-Jährige versucht zu fliehen. Es beginnt eine kilometerlange halsbrecherische Fahrt. Den Fahrer anzuhalten gelingt dem Polizisten nicht. Der 30-Jährige rammt sogar 3 Streifenwagen. An einer Behelfsausfahrt verlässt er im Raum Würzburg die Autobahn. Auf einem Waldweg versucht der 30-Jährige zu fliehen, kann aber kurz darauf festgenommen werden. Die 27-Jährige versucht auch, den Transporter zu verlassen. Da erst erkennen die Beamten, dass die Frau gefesselt ist. Der Frau geht es den Umständen entsprechend gut. Sie wird mittlerweile familiär betreut. Kennzeichenscanner helfen normal, gestohlene Autos zu finden. Mit digitaler Technik konnte jetzt sogar ein Entführungsfall gelöst werden. Wir machen positive Erfahrungen. Es geht nicht darum, dass wir das jetzt massenhaft an jeder Straße anwenden. Es geht vor allen Dingen um die großen international befahrenen Autobahnen, wo wir das einsetzen. Da wollen wir es technisch noch weiter erweitern. Wo Autokennzeichenerkennungsgeräte stehen und wie sie genau aussehen, das wollen die Ermittler nicht veröffentlichen. Dass sie in solchen Mautbrücken versteckt sind, ist reine Spekulation.